Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass du zu dieser Stunde dabei bist. Wir werden den ein oder anderen Kopfstand in dieser Sequenz machen. Also wenn du keinen Kopfstand in deiner Praxis hast, dann gebe ich dir eine Alternative dazu. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß mit den zwei Varianten, die wir heute üben werden. Und lass mich gerne wissen, wie dir die Stunde gefallen hat. Lass mir einen Kommentar da, abonniere super gerne meinen Kanal, damit du keine neue Stunde verpasst. Viel Spaß! Bringe dich an das hintere Ende deiner Matte in einen Fersensitz und erhöhe dich gerne, indem du auf einem Block oder auf einer Decke sitzt. Und dann schließ die Augen für die ersten Momente. Gib dir Zeit, auf deiner Matte anzukommen. Mit geschlossenen Augen spür in den Körper hinein, spür in die Kontaktflächen, spür in deine Gelenke. Und erkunde alles, was sich jetzt in diesem ersten Moment bemerkbar macht. Wecke den Entdeckergeist. Werde weich im Mundraum und lass die Weichheit sich ausweiten über den Rachen, über dein Schlüsselbein, bis in die Oberarme. Spür, wie die Atmung ganz weich und leicht in den Brustkorb einströmt. Der Brustkorb sich weitet. Und wenn du ausatmest, spür das sanfte nach innen ziehen deiner Bauchdecke. Stelle dir mit jeder Einatmung vor, der Brustkorb gewinnt Weite und dehnt sich in alle Richtungen aus. Und mit jeder Ausatmung stelle dir vor, dass du ganz viel Kraft und Zentrierung findest, indem du deine Bauchdecke sanft nach innen und nach oben ziehst. Weite mit der Einatmung, Weichheit. Kraft und Zentrierung mit der Ausatmung. Öffne dann langsam die Augen, reib die Handflächen aneinander, um all deine Organe zu wecken. Und dann lass die Handflächen aneinander vor deinem Brustbein. Berühre mit dem Daumen dein Brustbein. Und setz dir für das Üben heute eine Intention. Warum übst du? Was bewegt dich? Und dann lasse den Atem den Körper bewegen. Wenn du einatmest, öffne die Arme weit. Bring Weite in den Brustkorb. Wenn du ausatmest, bring die Ellenbogen und die Handflächen wieder zueinander vor dir. Atme ein, öffne die Arme nach außen. Vielleicht hebst du sogar den Blick ein wenig. Wenn du ausatmest, bring die Ellenbogen zueinander, die Unterarme zueinander, die Handflächen und neige den Blick leicht nach unten. Atme tief und ruhig. Öffne die Arme nach außen und dann überschlag deinen rechten Arm über den linken
Verflechte die Arme ineinander, balle eine Faust und dann atme ein, hebe die Faust, blicke nach oben, neige dich ein wenig zurück. Wenn du ausatmest, bring die Ellenbogen an den Brustkorb. Wechsle die Kreuzung deiner Arme, beschlage mit dem linken deinen rechten, balle eine Faust und dann atme wieder ein in die Hebung und aus in die Rundung. Und dann löse die Arme, fasse mit deinen Händen an den Hinterkopf, verflechte die Hände ineinander, bring die Ellenbogen ein wenig nach vorne, ein wenig zur Mittellinie und dann schick die Ellenbogen ganz weit nach oben in Richtung Decke, drück den Hinterkopf in die Handflächen, sodass du eine Streckung der Brustwirbelsäule spüren kannst. Und dann mach dich ganz lang, hab das Gefühl, die Hände ziehen den Kopf ganz lang nach oben in Richtung Decke. Du schiebst die Ellenbogen ebenfalls nach oben Richtung Decke, als würdest du mit den Ellenbogen die Decke wegdrücken wollen. Der Scheitelpunkt des Kopfes schiebt in Richtung Decke, halte noch für 2 Atemzüge. Ein leichter Druck mit dem Hinterkopf an die Handflächen. Die Hände bleiben verflochten, du schiebst die Handflächen weit nach oben Richtung Decke und dann dreh dich zu deiner rechten Seite. Neige dich ein wenig zurück, heb den Blick und bring dich dann mit der Ausatmung wieder zurück zur Mitte. Streck dich in der Mitte, dreh dich zur linken Seite, atme aus. Mit der Einatmung neig dich ein wenig zurück und blicke zur Decke. Und mit der Ausatmung komm zurück zur Mitte. Verflechte die Hände hinter dem Rücken zusammen. Zieh die Handrücken nach unten, heb dein Brustbein und neig das Kinn ein bisschen zum Brustbein. Versuch die Hände ein wenig vom Gesäß abzulösen. Beug ein wenig die Ellenbogen. Und dann löse deine Hände und komm nach vorne in den Vierfüßlerstand. Mit der Einatmung streck den Rumpf, heb die Vorderseite. Mit der Ausatmung runde den Rücken und schieb wieder mit dem Gesäß nach hinten auf die Fersen. Beug die Ellenbogen, zieh die Stirn an die Knie ran. Mit der Einatmung streckst du die Vorderseite. Mit der Ausatmung runde den Rücken, heb die Wirbelsäule und schiebe nach hinten auf deine Ferse oder auf den Block. Wieder mit der Einatmung lang nach vorne, vielleicht sogar die Augen zur Decke richten. Mit der Ausatmung runde und schieb dich zurück. Mach es ein letztes Mal. Streck den Rumpf einatmen. Atme aus, ganz kompakt in der Körpermitte. Komm dann in den Vierfüßlerstand, löse den Block unter dir heraus und nimm ihn ans vordere Ende deiner Matte. Du wirst ihn später nochmal benötigen. Streck den Rumpf mit der Einatmung, mit der Ausatmung nimm beide Füße so ein bisschen rüber zu deiner linken Seite und blicke über deine linke Schulter zu deinen Fersen. Wieder einatmen, die Füße mittig, den Rumpf lang strecken, wechsel die Seiten. Nimm die Füße rüber zur Seite und blicke über deine Schulter zu den Fersen. Mittig einatmen.
Ausatmen in die seitliche Dehnung. Einatmen mittig. Ausatmen die Füße zur Seite und über die Schulter blicken. Mach's noch einmal zu jeder Seite. Mittig und dann nach hinten in ein Päckchen schieben. Die Knie sind leicht geöffnet, die Arme strecken sich lang nach vorne, so weit wie möglich. Krabbel mit den Fingern nach vorne, leg die Stirn ab. Atme für ein paar Atemzüge nach hinten in den unteren Rücken. Mit der Ausatmung lass die Schwerkraft wirken und spür, wie das Becken ganz schwer in Richtung Fersen fällt. Komme dann in den Vierfüßlerstand zurück. Komme in eine Rotation. Heb den rechten Arm lang nach oben. Greife weit nach oben. Mit der Ausatmung greife unter dem Stützen den linken Arm durch. Fädel den Arm durch. Leg deine rechte Schulter ab. Dann kannst du den linken Arm nach vorne ausstrecken. Nimm den Blick an der Achselhöhle vorbei Richtung Decke. Atme zwischen die Schulterblätter tief ein. Zentriere dich mit der Ausatmung, zieh den Nabel ein wenig zur Wirbelsäule. Zwei Atemzüge noch hier. Zieh die linke Hand wieder zurück und löse dich aus der Position heraus. Wechsel die Seiten, heb den linken Arm lang nach oben, greif ganz weit. Mit der Ausatmung fädel den linken Arm unter dem rechten durch. Bring die linke Schulter zum Boden und bring den rechten Arm nach vorne. Blicke an der Achselhöhle vorbei Richtung Decke. Drei tiefe, ruhige Atemzüge. Zwischen die Schulterblätter einatmen. Spüre in die Körpermitte, wenn du ausatmest. Zieh wieder die linke Hand zurück, rechte Hand zurück, sorry. Und zieh dich aus der Position heraus. Stell deine Füße hinter dir auf und komm in den ersten herabschauenden Hund. Schieb das Gesäß ganz weit nach hinten und nach oben. Und du kannst gerne ein wenig im Hund laufen. Das heißt, du beugst ein Knie, legst den Oberkörper gegen das Knie und streckst das andere Bein. Atme in die Dehnung, atme in die Öffnung und erinnere dich immer wieder zu erkunden, den Entdeckergeist anzuschalten, reinzuspüren, in jedem Millimeter deines Körpers die Zusammenhänge zu entdecken. Wechsle, streck das andere Bein, beug das nächste und zieh den Rumpf in die Länge, zieh dich auseinander. Ruhige, tiefe Atemzüge. Und dann strecke beide Beine, greife durch das Fleisch deiner Oberschenkel zurück, verlängere deinen Rumpf, hab das Gefühl, der Oberkörper wird immer ein bisschen länger. Richte die Augen nach vorne zu deiner Matte. Einen Atemzug noch hier. Und dann verlagere langsam nach vorne in eine Planke.
Halte in der Planke für ein paar Atemzüge, bring das Gesäß in eine schiefe Ebene, drück dich zwischen den Schulterblättern raus, heb den Blick ein wenig nach vorne. Bleib noch für drei. Und dann atme tief ein und leg dich langsam in die Bauchlage ab. Ganz langsam die Übergänge gestalten. Erkunde in den Übergängen. Komm auf die Fingerspitzen, löse die Füße hinter dir heraus und heb dich in eine erste kleine Babykobra. Nutze die Einatmung, um den Brustkorb zu füllen und den Brustkorb ein bisschen anzuheben. Halte hier. Zieh die Ellenbogen noch ein bisschen enger zueinander. Roll die Schultern noch ein bisschen weiter zurück, als würdest du die Haut von den Schulterblättern nach hinten abheben wollen. Ein letztes Mal. Tiefe Einatmung, mit der Ausatmung stell die Hände auf und heb den Oberkörper. Bring Spannung in die Beine, in einen heraufschauenden Hund. Wenn das zu viel für dich ist, dann geh ruhig wieder in die Kobra. Schieb den Brustkorb nach vorne durch, heb den Blick und halte hier noch für zwei. Drück die Füße nach unten in den Boden. Und dann schieb dich nach hinten zurück in einen herabschauenden Hund. Wandere mit den Füßen ans vordere Ende deiner Matte. Komm in kleinen Schritten nach vorne in ein Uttanasana. Stell die Füße hüftbreit auf. Wenn du dir nicht sicher bist, balle zwei Fäuste, leg sie zwischen den Füßen ab. Und lass den Oberkörper hängen. Das gerne mal leicht die Knie beugen. Verbinde dich mit dem, dass der Oberkörper und die Oberschenkel sich verbinden. Lass dich hängen. Gib dir noch ein paar Atemzüge hier im Uttanasana. Löse die Ellenbogen und dann beug die Knie ein bisschen mehr und rolle Wirbel für Wirbel auf. Aktiviere die Körpermitte, ziehe Nabel nach innen, schieb über die Füße in den Boden. Und komme dann in ein Stehen am vorderen Ende deiner Matte. Bring die Füße etwas enger zueinander. Streck die Arme lang nach oben. Prana Mudra. Einatmen, Uttanasana, heb den Blick, lass den Kopf nicht nach hinten wegknicken, heb das Kinn hoch. Mit der Ausatmen, Uttanasana, komm über vorne nach unten. Ardha Uttanasana. Einatmen, streck die Wirbelsäule lang nach vorne, bring ruhig die Hände etwas weiter nach oben. Mit der Ausatmung, zieh deinen rechten Fuß nach hinten. Bring dein rechtes Knie tief, wandere mit dem linken Fuß ein bisschen nach außen, sodass die Füße sich hüftbreit öffnen und dann heb den Oberkörper. Anjanasana. Atme hier tief ein. Bring ruhig die Hände wieder, verflechte sie ineinander an den Hinterkopf, zieh die Ellenbogen ein wenig zueinander und schieb die Ellenbogen hoch zur Decke. Lehn den Hinterkopf in die Hände hinein. Und dann hab das Gefühl, dass du deine Wirbelsäule ganz lang nach oben streckst, Richtung Decke, als würdest du immer länger werden wollen. Tief ein- und ausatmen. Ein Atemzug noch.
Und dann streck die Arme lang nach oben aus, atme ganz tief ein mit der Ausatmung. Bring beide Hände rechts und links neben den Fuß. Stell den hinteren Fuß auf und streck das hintere Bein. Heb das hintere Knie, heb die hintere Ferse hoch und zieh ein wenig die Beininnenseiten zueinander, als wären sie magnetisch. Werde leicht auf deinen Fingerspitzen und zieh die Arme zurück, sodass der Rücken in einer Diagonalen verläuft. Dann nimm eine Einatmung, heb den Oberkörper lang nach oben. Mit der Ausatmung leg den Oberkörper nach vorne und wieder die Arme durchziehen nach hinten. Mach das noch dreimal. Einatmen, lang nach oben, ausatmen. Arme ziehen nach hinten durch. Wieder einatmen. Und aus. Ein letztes Mal tiefe Einatmung. Lang nach oben und mit der Ausatmung bring die Hände tief. Zieh dein vorderes Bein nach hinten in den herabschauenden Hund mit der Ausatmung. Komme in die Planke mit einer Einatmung weit nach vorne. Mit der Ausatmung Chaturanga Dandasana in den heraufschauenden Hund. Einatmen, drück nach unten in die Füße, heb den Oberkörper. Herabschauender Hund, ausatmen, weit zurück. Heb dein rechtes Bein, atme tief ein. Und dann öffne die rechte Hüfte und beug dein rechtes Knie. Und dann streck dich ganz lang. Von deinem rechten Knie bis zur rechten Handfläche, verlängere dich. Streck das rechte Bein weit nach oben und zieh den rechten Fuß so weit nach vorne wie möglich. Stell den rechten Fuß auf und bring dann dein linkes Knie nach unten. Heb den Oberkörper, Anjanasana, löst den hinteren Fuß heraus. Verflechte die Hände hinter dem Kopf in der ungewohnten Weise. Zieh die Ellenbogen zueinander, Ellenbogen Richtung Decke. Und du versuchst, den Hals ganz lang zu machen. Heb dich lang raus, drück in den Vorderfuß vorne, heb den Oberkörper. Wachse in Richtung Decke. Ein sanfter Druck über den Hinterkopf an die Hände. Streck die Arme lang nach oben aus, bring beide Hände nach unten und stell den hinteren Fuß auf, heb das hintere Knie, werde leicht auf den Fingerspitzen vorne und zieh die Arme nach hinten. Nimm eine Einatmung, um den Oberkörper zu heben. Mit der Ausatmung wieder den Oberkörper in die Diagonale, die Arme greifen zurück. Einatmen. Und mit der Ausatmung diagonal. Einheben. Ausatmen diagonal. Ein letztes Mal. Atme tief einheben und finde Ausatmen mit beiden Händen zum Boden. Finde in den herabschauenden und zieh das Bein nach hinten durch. Verlagere in die Planke, einatmen. Chaturanga aus. Heraufschauender Hund, atme ein. Herabschauender Hund, atme aus. Das linke Bein fließt nach hinten und oben. Öffne die linke Hüfte. Beug dein linkes Knie. Und streck dich vom linken Knie bis zur linken Fingerspitze. Und dann streck das linke Bein und zieh den linken Fuß so weit nach vorne wie möglich. Bring wieder dein rechtes Knie tief. Roll den rechten Fuß aus. Bleib auf der rechten Hand. Atme ein und kreise deinen linken Arm weit zurück. Atme ein und mit der Ausatmung weit zurück.
Einatmen vor. Und wenn du magst, mit der Ausatmung weit zurück, beuge deinen rechten Fuß, dein rechtes Knie und greife zum rechten Fuß. Atme ruhig und tief. Noch einen Atemzug hier. Verlängere den Brustkorb weit nach vorne. Löse dann den rechten Fuß. Stell den rechten Fuß auf. Heb das rechte Knie und dann hebst du einatmend mit einer kreisenden Bewegung den Oberkörper in den gedrehten Krieger 2. Halte hier. Atme ruhig, beug dein vorderes Knie. Und dann bring beide Hände wieder nach unten, senk das hintere rechte Knie und strecke dein vorderes linkes Bein so weit aus wie möglich. Das Gesäß zieht nach hinten. Der Oberkörper zieht nach vorne. Bleib hier für 3 Atemzüge. Versuch den Großzehballen deines linken Fußes fest zu verankern. Einen Atemzug noch. Und dann beug das Knie wieder nach vorne, streck erneut dein hinteres Bein. Eventuell musst du das hintere Bein ein paar Zentimeter ranziehen und dann streckst du erneut dein vorderes Bein. Lass den Oberkörper tief sinken. Wander mit den Händen vielleicht ein wenig zurück. Komm wieder nach vorne und zieh den vorderen Fuß zurück in den herabschauenden Hund. Verlagere einatmen in die Planke. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen in den herabschauenden Hund. Liebe einatmen, dein rechtes Bein. Beuge aus, atme in das rechte Knie. Strecke ein, atme das rechte Bein und zieh den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Senke dein hinteres linkes Knie. Und dann lass deine linke Hand auf dem Boden. Streck den rechten Arm ein, atme. Kreisende Bewegung aus. Einatmen. Und eine kreisende Bewegung aus. Noch einmal einatmen. Und eine ganz große Bewegung. Beug eventuell dein hinteres Bein und hol dir den Fuß. Halte in der Position. Atme tief ein in die Streckung des Rumpfes nach vorne. Löse den Fuß heraus und streck dein hinteres Bein, heb das hintere Knie. Und dann machst du wieder eine kreisende Bewegung mit dem Arm einatmen. Mit der Ausatmen bist du im gedrehten Krieger 2. Und hältst hier für 3 Atemzüge. Beide Arme kommen wieder nach unten. Senke dein hinteres Knie und schieb das vordere Bein zurück. Das Gesäß zieht zur hinteren Ferse. Du streckst dein vorderes Bein, soweit es möglich ist. Verlängere aber auch den Rumpf lang nach vorne.
Beuge wieder dein vorderes Knie und streck dein hinteres Bein, hole es ein paar Zentimeter heran und verlängere beide Beine. Versuch mit beiden Füßen ganz aufgestellt zu sein und leg den Oberkörper auf dem vorderen Oberschenkel ab. Lass den Oberkörper tief kommen. Bleib mit dem Oberkörper tief und dreh beide Füße parallel zueinander, sodass du auf der Matte, auf der Längsseite deiner Matte bist. Wander vielleicht mit den Füßen ein bisschen ans hintere Ende oder ans äußere Ende deiner Matte, dass du genug Matte hast. Für die, die in einen Kopfstand gehen möchten, können die Füße ein wenig weiter nach außen öffnen und den Oberkörper nach einer Einatmung lang nach vorne strecken. Mit der Ausatmung beugt die Ellenbogen und komm mit dem Oberkörper tief. Platziere deine Hände in einer Linie mit deinen Füßen und bring den Scheitelpunkt deines Kopfes in Richtung Matte. Zieh die Ellenbogen zueinander, drück in die Handflächen und vielleicht heben sich die Füße ab. Wenn die Füße sich abheben, streck die Beine langsam nach oben Richtung Decke. Langsam die Beine wieder nach außen öffnen. Und genauso langsam, wie du reingefunden hast, finde auch wieder raus. Bring die Füße zum Boden. Streck die Wirbelsäule lang nach vorne aus. Und mit der Ausatmung komm tief. Bring die Hände in eine Linie mit deinen Füßen. Bleib hier für zwei Atemzüge. Streck die Wirbelsäule lang. Atme ein, bring die Hände an die Hüfte und dann heb den Oberkörper ganz nach oben mit der Ausatmung. Dreh den rechten Fuß nach vorne. Für ein Trikonasana öffne die Arme weit. Atme tief ein, mit der Ausatmung greif weit über dein vorderes Bein, senk die Hand und zieh die Arme lang auseinander. Das Gefühl, dass du den Oberkörper zurücklehnst, als wäre eine Wand, an der du dich anlehnen kannst. Beuge dein vorderes Knie und dreh den Oberkörper wieder parallel. Und dann strecke erneut dein, zieh den hinteren Fuß ein bisschen ran, strecke erneut dein vorderes Bein und geh in das gedrehte Dreieck. Bring beide Hände nach unten und finde dann zurück in einen herabschauenden Hund mit der Ausatmung. Bleib im herabschauenden Hund. Zwei Atemzüge. Und dann hebe dein linkes Bein. Öffne die linke Hüfte, beuge mit der Ausatmung dein linkes Knie. Strecke das linke Bein einatmen und zieh den linken Fuß nach vorne. Heb den Oberkörper für das Dreieck auf der linken Seite. Streck dein vorderes linkes Bein. Greife weit durch den Raum. Zieh über den vorderen Fuß, senke deine linke Hand und heb den Oberkörper lang. Stell dir vor, du lehnst dich mit dem Oberkörper ein wenig zurück.
Bleib hier für 3 Atemzüge. Senke die Hand, dreh den hinteren Fuß parallel, zieh den hinteren Fuß ein bisschen dichter ran für das gedrehte Dreieck. Streck dein vorderes Bein. Ganz langsam beuge dein vorderes Knie und finde langsam zurück in den herabschauenden Hund mit der Ausatmung. Bring dann deine Knie nach unten und bring ebenfalls deine Ellenbogen nach unten. Für den Delfin flechte deine Finger ineinander, lass die Daumen nach oben zeigen und nimm den kleinen Finger nach innen. Lege jetzt den Scheitelpunkt deines Kopfes nach unten auf den Boden und bring die Daumen an den Hinterkopf. Drücke mit den Handflächen gegen den Hinterkopf, stell deine Füße auf und heb erst einmal nur auf deine Unterarme und Ellenbogen. Halte hier und drück mit den Ellenbogen ganz stark in den Boden. Das ist ähnlich wie vorher im Sitzen, wo du die Hände gegen den Hinterkopf gedrückt hast und der Hinterkopf drückt in die Hände. Das ist genau das gleiche Prinzip hier. Du drückst den Hinterkopf in die Hände und die Ellenbogen drücken in den Boden. Wenn du dein Gewicht nicht auf dem Kopf ablegen möchtest, kannst du die Handflächen aneinander drücken, die Ellenbogen in den Boden und dann hältst du hier in der Position, richtest den Blick zu der Partie zwischen deinen Ellenbogen und hältst im Delfin. Das kräftigt die ganze Rumpfmuskulatur, um irgendwann problemlos in den Kopfstand zu kommen. Wenn du hier weiter möchtest, zieh einen Fuß nach dem anderen an dich heran. Bleib ganz klein und kompakt hier. Drück in die Ellenbogen. Wenn du weiter möchtest, kannst du erst ein Bein nach oben strecken. Und dann irgendwann vielleicht beide Beine nach oben zu strecken im Kopfstand. Um den Kopfstand zu verlassen, beuge deine Knie, komm wieder ganz kompakt nach unten, strecke die Beine nach vorne aus und bleibe dann in einem Päckchen. Bleib ganz unten mit dem Kopf. Für 3 Atemzüge. Greife mit den Händen nach vorne, stell die Füße auf, finde den herabschauenden Hund zurück. Atme tief ein, heb dein rechtes Bein. Mit der Ausatmung zieh dein rechtes Knie nach vorne, bring den rechten Fuß ans linke Handgelenk, zieh den hinteren linken Fuß ran und komm dann über die gekreuzten Füße in einen Sitz. Streck beide Beine nach vorne aus. Atme tief ein. Mit der Ausatmung ins Paschimottanasana, leg dich nach vorne. Heb den Blick, atme ein, richte dich langsam wieder auf, winkel dein rechtes Knie an, zieh den rechten Fuß ganz dicht an dich heran und dann umschließe mit deinem linken Ellenbogen oder mit deiner Ellenbeuge dein rechtes Knie, streck den rechten Arm lang nach oben und stell den rechten Arm hinter dir auf für einen Twist. Schau, dass beide Knie nach oben zeigen Richtung Decke. Saug ein wenig auch dein rechtes Bein in Richtung
Mitte, verlängere den Rumpf und blicke dann über deine rechte Schulter zurück. Mein rechtes Knie drückt ein wenig in den Unterarm, während der Unterarm das Knie in Richtung Mitte zieht. Dreh dich langsam zurück zur Mitte und leg dein rechtes Knie nach außen. Für Janu Shirshasana streck den Oberkörper lang nach vorn. Ausatmen. Heb den Oberkörper lang nach oben und stell den linken Arm den rechten Arm hinter dir auf und nimm den linken Arm über den Kopf, heb das Becken in so eine klitzekleine Rückbeuge. Und dann langsam das Gesäß wieder absenken, beide Beine nach vorne ausstrecken, um die Seiten zu wechseln. Zieh dein linkes Knie an dich heran. Umschlinge mit deinem rechten Ellenbogen dein linkes Knie. Stell deine linke Hand hinter dir auf. Und es ist so ein bisschen, das Knie drückt nach außen, aber ich halte das Knie fest, dass du Weite in den Schultergürtel bekommst. Du hebst die Wirbelsäule lang nach oben. Mit der Ausatmung dreh den Rumpf. Und dann löse heraus, bring dein linkes Knie nach außen, Janu Shirshasana links, einatmen lang nach oben, mit der Ausatmung leg dich nach vorne. Heb den Blick, komm mit dem Oberkörper hoch und stell deine linke Hand diesmal hinter dir auf und dann hebst du den Oberkörper mit der Einatmung in die Streckung gehen, in eine klitzekleine Rückbeuge. Langsam wieder absenken mit der Ausatmung. Beide Füße vorne auf dein vorderes Mattenende abstellen und dann langsam Wirbel für Wirbel runde den Rücken und rolle langsam ab. Behalte deine Hände noch an deinen Oberschenkeln, streck deine Beine lang aus und halte hier in dieser Position. Ich drücke die Handflächen gegen meine Oberschenkel, ich drücke die Beininnenseiten gegeneinander und versuche die Bauchdecke auszuhöhlen, so gut wie möglich. Halte hier für 3 Atemzüge noch ganz kraftvoll in der Körpermitte. Mit der Ausatmung zieh beide Knie zu dir ran, leg den Oberkörper einmal ab, stell die Füße auf, lass die Knie auseinanderfallen, nimm die Arme einmal lang über den Kopf und mit der Ausatmung mach Kaktusarme. Bleib hier für einen Moment. Und
Und dann bring die Knie wieder zueinander. Hol dir dein rechtes Knie ran und streck das linke Bein einmal lang aus. Leg das rechte Knie rüber zu deiner linken Seite und greife mit dem rechten Arm weit in die Diagonale. Und dann wechsel die Seiten. Bring dich langsam zurück. Hol dir dein linkes Knie ran, streck das rechte Bein aus und leg das linke Knie rüber zu deiner rechten. Streck den Arm lang in die Diagonale, atme tief ein. Und lass das Schulterblatt sinken aus. Und dann komm langsam zurück zur Mitte und du hast jetzt die Wahl, in ein Shavasana zu gehen. Das heißt, du streckst dich einfach nur lang aus. Oder wenn dir mehr nach einer Meditation ist, dann bring dich über die Seite in eine sitzende Haltung. Und dazu kannst du sehr gern auch wieder den Block als Unterlagerung nutzen, um ein bisschen leichter in die Feinstofflichkeit einzutauchen. Schau, dass der Sitz, den du einnimmst, so stabil wie möglich ist und so stressfrei wie möglich. Du kannst dich unterlagern mit allen Hilfsmitteln, die du finden kannst. Und dann schließe wie am Anfang deine Augen, richte deine Wirbelsäule lang auf und kehre in die Stille ein, um zu entdecken, was es zu entdecken gibt. Namaste.